Sieh an, das Kartell will einen Versorgungsflug machen. Das Flugzeug ist betankt und startklar. Du kennst doch das Sprichwort. Wenn dir das Leben Nachschub liefert, dann erledige die Ärsche und gib ihn deinen Rebellenfreunden. Ich sehe einen Hauptmann. Ich habe hier ein Ziel mit Maschinenpistole. Markiere Feind. Wir sind jetzt bei 10. Ziel gesichtet. Markieren Hauptmann. Ziel markiert. Behalte sein Umfeld im Auge. Ich habe die Rebellen gebeten. Wir sind bei 15. Alles gut, alles gut. Ich gehe in Position. Halt, die werden dich sehen. Ziel markiert. Tango getötet. Wir wissen, wo das Nachschublager des Kartells in Montauk ist. Das liefert wohl die meisten Waffen und die Munition für die Provinz. Wenn wir den Nachschub zerstören, wird das Kartell in der ganzen Provinz lahmgelegt. Geh in Position. Geh auf neue Position. Ich habe das Ziel erfasst. Bin schussbereit. Greife Tangos an. Der Tango ist tödlich in der Rüstung. Kontakt beim Container. Verdammt, das war knapp. Fliegt. Seid ihr okay? Mann, ich liebe den Job. Der Truck ist zerstört. Hab den Heli abgeschossen.
erste Ausbildungsrunde schlossen 48 von 200 Sicarios erfolgreich ab. Neben einfachem physischem und mentalem Training erhielten sie eine Schusswaffen-, Nahkampf-, Erste-Hilfe- und Infanterieausbildung. Seit ihrem Abschluss haben die Sicarios insgesamt 401 Tötungen durchgeführt. Darunter 47 Polizisten, 30 Soldaten und 11 hochrangige Ziele wie Richter, Geschäftsleute und Politiker. 8 Sicarios wurden getötet und 12 verletzt. 2 der Toten wurden von ihren Kameraden getötet, um ihre Gefangennahme zu verhindern, wie sie es gelernt haben. Außerdem haben die Sicarios jeden zugeteilten Einsatz erfüllt, unabhängig vom Ziel. 8 Polizeioffiziere wurden nahe La Paz erschossen. Der Sohn eines Zuhälters entführt und in Sucre getötet. Kein Zögern, keine Gnade. Die Ausbildung läuft wie geplant. Ende des Berichts. Ich bin... Der Pilot. Das war's. Wir lassen das Flugzeug hier und melden Katari, wo es ist. Da ist noch ein Tango. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Ich gehe in Position. Suche bessere Schusslinie, Mensch. Suche eine gute Schusslinie. Ziel erfasst. Bin bereit. Ich hab das Ziel. Auf dein Zeichen, Boss. Fuck, greife an. Abschuss bestätigt. Die Kugel ist an ihm vorbeigerauscht. Der ist jetzt wach. Alles sauber. Sehen wir uns hier nach Informationen?
Ich weiß, wo eine Auszeichnung ist, die das Kartell einem Sicario verleiht, der viele Rebellen getötet hat. Ein Unidad-Vogel, aufpassen! Ich schwöre El Sueño und den Anführern des Santa Blanca-Kartells als Sicario bedingungslos zu dienen. Ich handle ohne Zögern oder Furcht. Ich töte ohne Gnade oder Reue. Ich hüte die Geheimnisse des Kartells bis zum letzten Atemzug. Nach diesem Motto wirst du für den Rest deiner Tage leben. Falls nicht, wird dich Santa Muerte richten. Scheiß Heli. Sauber. Gegner rum. Hier drüben ist ein Narco, dicht beim Reifenstapel. Como que parece que va a llover hoy. Hab noch einen Tango. Verstanden, unterwegs. Brauche neue Position. Roger, Ziel markiert. Ziel erfasst. Bin bereit. Decke alles hin. In der Nähe treiben sich Gegner rum. Zwei Sicarios. Sag mir wo. Der Checkpoint, da drüben. Noch ein dritter. Hier ist Ziel Nummer 5. Alles ist gut. Geh in Position, eine gute Position.
Ziel markiert. Ziel erfasst. Der Tango ist hin. Alles gut, alles sauber. Hab ein abgeworfenes Care-Paket entdeckt. Sehen wir nach, ob es noch da ist. Anschnallen, Leute. Setze Drohne ein. Sofort weg da! Ich hab dich. Halt einfach durch. Bin auf dem Weg. Ziel getroffen. Danke. Okay, die Luft ist rein. Hier sind Details zu einem Kartellversorgungsheli, beladen und startklar. Klingt wie etwas, das den Rebellen gerade recht käme. Seht mal da, Waffenkiste. Ja, kann ich gebrauchen. Auf die Ziele achten. Da sind überall Ziegelöcker bleiben. Alles ist gut.
Ich fliege. Sie hauen ab. Begleitfahrzeug zerstört. Er ist Schrott. Es kommt, ich will nicht wissen, was du mit Pferden anstellst. Alles sauber, plündern wir den Truck. Sehr gut. Ich melde den Rebellen, wo das Zeug ist. Sieht ordentlich frankiert aus. Jetzt können es sich die Rebellen abholen. Ich hoffe, die nutzen das, was da drin ist. Wäre schade, wenn das alles umsonst war. Wir können los. Ich sehe eine Waffenkiste. Nett.
vorwärts, ich bin hinter dir. Hey, alles grün. Aus abgefangenen Funksprüchen wissen wir, dass das Kartell einen Deserteur in den Bergen sucht. Finden Sie ihn für uns. Er weiß sicher eine Menge über das Ausbildungsprogramm. Hab bei den Rebellen ein Fahrzeug bestellt. Die Unidad nähert sich. Let me give you those coordinates again. -20.9134 latitude and -61.8180 longitude. Anyway, that was Juan and you're listening to WMB. I'm out. Hola, cabrones. It's Juan Gomez on WMB, the sound of the road. Today we received at the studio a very strange letter with the tape inside. The only thing I could read on the tape looks like coordinates. And it says -20.9134 latitude and -61.8180 longitude. There's also an orange phoenix drawn on it. Check it out, amigos. They called it hypervigilance. There were still a lot of bad people in D.C. The government was gone. The army was gone. The police were gone. Die Drohne ist oben. Roger, ich bin unterwegs. Roger, okay, hier sind markiert. Feind am Boden. Sollte jetzt okay sein. Ich sehe einen Suchtrupp des Kartells. Wie gehen wir vor, Boss? Wir schnappen uns den Anführer. Ich will herausfinden, was er über den Deserteur weiß. Alles klar. Unterwegs. Suche eine bessere Schusslinie. Geh auf neue Position. Roger, Ziel erfasst. Ich sehe das Ziel. Bin schussbereit. Eröffne das Feuer. Er sieht uns. Holt ihn euch. Ihr Leutnant versucht zu fliehen.
Ignacio, marche. ¡Sina tu madre! Diese Seite ist sauber. Rede, pinche pendejo. Wer ist der gesuchte Deserteur? Ein pinche maricone mierda, der aus dem Ausbildungslager abgehauen ist. Der Boss will, dass wir ihn eigentlich separat statuieren, damit keiner dieselbe Idee hat. Wir schaffen ihn zurück und lassen alle mit Macheten auf ihn eindreschen. Und wo ist der kleine Schisser jetzt? Wir wissen es nicht, aber wir sind dicht dran. Ein anderer Suchtrupp glaubt, seine Spur gefunden zu haben. Wo ist dieser Suchtrupp? Rede und vielleicht lasse ich dich gehen. Okay, okay, Chinga. Wir nähern uns dem Deserteur. Checken wir die Gegend, in der er gesehen wurde. Vielleicht finden wir ihn. Los geht's. Ich sehe noch einen Suchtrupp. Wir scheinen ja richtig zu sein. Das Kartell nähert sich. Wir sollten den Kerl finden, bevor die es tun. Verstanden. Ich sehe ein zweites Ziel. Und das macht 3. Hab noch einen. Macht 5. Feind markiert. Ich sehe einen Hauptmann. Ich sehe das Paket. Los geht's. Roger, ich gehe in Position. Verstanden, Position. Unterwegs. Ziel erfasst. Hab das Ziel. Kann loslegen. Hab ihn. Shit, die haben eine Leiche. Das war scheiße knapp. Geh in Position. Geh auf neue Position. Ich sehe das Ziel. Roger, bin Ziel erfasst. Hab ihn, er ist tot. Tangos an. Hab die Rebellen gebeten, die Gegend für uns aufzuklären. Quítate, pendejo! Verschwinde! Kapiert? Suche! Warum hat das so lange gedauert? Blendgranate. Granate, Granate! Ich werfe eine Blendgranate. Granate, weg! Ruhig, Puta madre. Lassen Sie mich in Ruhe, lassen Sie mich! Klappe! Jetzt rede ich, du hörst zu. Nicke, wenn du mich verstehst. Vorwärts! Ah.
Okay, ich bin drin. Bitte bringen Sie mich nicht zurück. Netta, por favor. Ich bitte Sie. Ich halte das nicht aus. Hören Sie, no lo aguanto. Ich kann nicht. Schrecklich. Was habe ich nur getan? Sie gaben mir einen Hammer. Und bereit? Feuer, Feuer, Feuer. Verstanden. Feuer frei, Feuer erledigt. Frei. Verfickte Scheiße! Komm, Emilio, wartet. Sofort an den Boden. Unten bleiben, bin gleich da. Scheiße nochmal. Komm, Emilio, ich will dich jemandem vorstellen. Sauber, alles Paletti? Nein, lasst mich gehen! Coopere y todo saldrá bien. Sie wollen weg vom Kartell, Emilio? Ich mach das möglich. Dafür brauche ich was von Ihnen. Erzählen Sie doch mal vom Leiter des Camps. Carajo, ich weiß nicht. Ein Gringo. Riesig. Augen kalt wie Stein. Es malo sogar die Wachen fürchten ihn. Und wie heißt er? Einer der Ausbilder nannte ihn Bukhart. Karl Bukhart? Kennen Sie den Kerl etwa? Es gab einen Sergeant Bukhart bei den Rangers 2003, damals im Irak. Haben mal zusammen gearbeitet. Shit. Zurück zum Team. Ich werde mal bei Langley checken, was die so zu Bukhart haben. Emilio hat einen Namen ausgespuckt. Karl Bukhart. Ist der Amerikaner? Wenn ich mich nicht irre, dann war der Mann Army Ranger. Wir haben zusammen gedient. Ein Ranger? Nein, auf keinen Fall. Bowman überprüft das gerade. Sie meldet sich, wenn sie sich sicher ist. Ich habe Informationen über Karl Bukhart. Sie hatten recht. Er war wohl mit dem 3. Bataillon des 75. Ranger-Regiments 2003 im Irak. 2006 wurde er entlassen. Anschließend verliert sich seine Spur. Ich schätze, er ist noch gut in Form. Laut unserem Deserteur befindet er sich in einer Basis in der Chusapadre-Silbermine. Finden und töten Sie Bukhart. Das legt das Kartell-Ausbildungsprogramm für Monate auf Eis. Verstanden. Wird gemacht. Bereit machen. Ungerade links, gerade rechts. Konzentriert euch, verdammt. Karl Bukhart, ehemals Sergeant, 3. Bataillon, 75. Ranger-Regiment, geborener Killer. Zeigt, was ihr könnt, ihr Schwuchteln. Macht mich geil. Los, los, los. Ab 15 war Karl ständig im Jugendknast. Die Akten sind geschlossen, aber das Muster ist bekannt. Mit 18 stellte ihn ein Richter vor die Wahl. In den Bau oder in die Army. Bukhart blühte in der Army auf. Nach Absolvieren der Ranger School ging er 2003 mit dem 3. Bataillon in den Irak. Er hatte seinen Platz gefunden und wollte Karriere in der Army machen. Und dann fuhr seine Patrouille 05 in Ramadi auf eine Mine. Bukhart fand sich im Zivilleben nicht zurecht, hatte nie lange einen Job und geriet wieder mit dem Gesetz in Konflikt. Er zählte überall, wie die Army ihn fertig gemacht hätte. Schließlich verbrachte er immer mehr Zeit in Juarez. Gott weiß, was Bukhart da unten suchte. Aber schließlich begegnete er El Muro, dem Sicherheitschef von Santa Blanca. Bei einem Bier, vielleicht auch einer Line, erzählt Bukhart aus seiner Army-Zeit. El Muro ist beeindruckt. Er erkennt Talent, wenn er es sieht.
Er bietet Bukert den Job an, die Armee des Kartells in der Provinz Montauk auszubilden. El Moro will sie zur besten Truppe dieser Art in ganz Südamerika machen. Und Bukert ist genau der Mann, den er dafür gesucht hat. Ein Mann, der Gefechtsübungen abhalten und zeigen kann, wie man einen G36 in 2 Minuten auseinandernimmt. Ein Mann, der aus Narcos Elite-Soldaten macht.